Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Scribble.io. Heute mit Manne, Philipp, Marco und meiner Wenigkeit. Hallo. Moin, moin. Aber nur heute. Nur heute sind wir dabei, sonst nicht mehr. Ja, toll. Gut, okay. Dann starten wir mal. Mach mal hin. Oh, der Fuchsschwanz hier. Oh, ich bin dran. Ja, Marco hat Judith abgelöst mit dem Beginnen. Oh, aber ja. Oh, was ist das? Meinen kann? Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Aber ich schmal das einfach mal. Wird ungefähr so aussehen. So. Staubsaugervertreter. Saugstauber, ja. So. Ach, ich kann das nicht malen, aber ist ja halt. Passiert. Nee, hier war das. Hier so. Und dann endlich so. Ah, ja, Moment. Und so und dann. Nee. Nein, ich will. Achso. Ich muss auf den Dings drücken. Moment, wie ich, Okay, ich bin verwirrt. Irgendwie erkenne ich es, aber ich weiß nicht, wo ich es hinstecken soll. Ah. Jawohl. Das hat es jetzt verraten. Das ist aber gut geworden. Wieder mal. Ja, ach komm. Ja, doch. Ja, Waffen kann er, wo? Ja. Naja, was kommt denn vorne raus? Denn ist hier so ein Schlauch. Was wirft er denn? Hier ist eine Halterung. Nee. Oh. Ja. Ja. Gesundheit. Genau. No. Ach nee, ich kann es nicht sein lassen. Hat zwar keinen Husten, aber... Macht nichts. Egal. Kann man ja egal, was ist hier? Ja, ist egal, Mann, ist Gesundheit. Wird er so geschrieben? Oh, nee, so wird er nicht geschrieben. Aber ist auch zu kurz, glaube ich, ne? Ja, ist zu kurz. Na Judith. Ja. Ein brennender Hut. Ach so. Ja. Ich sag dir, Judith hat geübt. Ein kleiner Tipp. Nee. Na Judith war ein kleiner Tipp. Ja. Also. Michel. Ach so. Mhm. Ah. Ja. Oh. Mal eben mal verschrieben. Einen Stippenlift. Ja. Ein Stippenlift. Okay. Liftstippen. Stippenlift. Ei, genau. Der ist zu lang wieder. Okay. Ja. Sehr gut. Na also. Ja, jetzt geht's ein bisschen schneller, wa? Ja, aber irgendwie machen wir uns gerade warm hier. Was ist da los? Kommen noch ein paar Folgen. So. Dann machen... Noch ein paar Folgen und wird immer später. Genau. Machen wir hier noch so, warte mal, das muss wenigstens halbwegs mittig sein. Dann, halbwegs mittig sein. Ja, sollte schon. Achso, ich wollte gerade was.
Genau. Dann können wir mir mal. Ach, nee, wisst ihr was? Keine Warum Fahne. Eigentlich nicht? Eine Eine Fahne. Ein andere, ein, das ein anderes Wort für Fahne. Keine Ahnung. Deutschland. Punkt, Punkt, Punkt. Deutschland. Oder hier die japanische. Ja. Ah. Ja. Genau. Ja, okay, okay. So. Was? Nee, das mag ich jetzt nicht. Unser Mauskünstler ist wieder dran. Ja. Kavik, kavik. Und schon hat er sich den Rum versaut. Ja. Kommt noch. Machen wir mal in der Frau. Ach, warte mal, wie heißen denn die? Nee, doch nicht mehr. Ah. Wir sind alle. Sehr gut. Alter, die tippen gerade voll am Ausrasten. Ich wollte eigentlich meine andere Tastatur ranmachen, siehst du? Die auch so klimpert. Ja, passiert. Aber ich glaube, deine hört man trotzdem ein bisschen. Meinst du? Mhm. Ich glaube ja. Na, du hörst ja nicht hin. Was? Hallo, was ist denn los hier heute? Oh. Also könnte ich denken, worum es da um was es sein soll, darstellen dann so. Jetzt geht es aber ums Eigentliche. Achso, ums Eigentliche. Oh. Jetzt. Mach ich mal den Mannemove. Mannemove? Yeah. Oh. So, und es geht um den Beruf dieses Typen. Ah, ja, Moment. Gott, wie heißen denn die Dinger nochmal? Wollte ich mich damals auch mal bewerben. Genau. Ja. Aber als ich dann gehört habe, dass man diese bestimmten Personen auch selber präparieren muss, dachte ich mir, alles klar, nein, danke. Na? Nö, wir jetzt nicht mehr drauf. Ja, Marco, wir nehmen den. Okay. Ja. Starter, achso. Okay. Bestatter. Ich meine, wenn man vom Beruf Bestatter ist, kann man ja eigentlich einen ganz miesen Witz bringen, wenn du dich mit jemandem anfreundest gerade und es läuft gut, kannst du ihm deine Visitenkarte geben und dann sagen, wir sehen uns. Und dann steht da drauf, so Bestatter. Ja, ich fand's lustig, Manu. Danke. Bitte. Wenigstens so ein bisschen Mitleid lachen. Ach so. Warte mal, das geht weiter. Nee. Oh, mit M, bitte, ja. Hä? Mach mal in der Mitte, Judith, noch so einen Halbbogen. Halbbogen? Ja, halber Bogen. Von oben nach unten, ja, von links so rechts. In der Richtung und dann kannst du da ein paar Striche noch machen oben. Das ist Mary Poppins? Ja. Fast. Nur halt mit einem größeren Schirm. Oh, ich bin schon wieder dran. Was ist denn da los? Nehmen wir mal das. Auch die Farbe ist eigentlich auch ganz gut gerade. Guck mal da zeige ich hin. Das musst du machen. Genau. Oh, die ist ein bisschen schmal geworden. So. Hallo? Ja, da so. Doof. Ach so.
Genau. Genau. Ich kann aber nicht so schnell schreiben, ey. Ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Ich könnte jetzt was sagen. Na, noch ein bisschen Zeit hat er, ja. Mhm. Danke. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Mal gucken, ob ich es jetzt noch schaffe, so schnell. Die ist ein bisschen hell, aber... Ich mag sie am liebsten. Echt, ja? Ich hasse die, Digga. Grün. Ja. Ja. Ach, Paprika. Genau. Die mag ich am liebsten. Also ich mag rote und gelbe und orange am liebsten. Ja, ich auch. Weil die grünen, die sind noch so unreif. Oh. Jetzt male ich mal... Oh. Ich hoffe, ich schaffe es, ey. Ach nee, sind ja fünf. Stimmt. Warte mal. Ich fange mal von oben an. Wenn ich den Kopf habe oder das Ding habe, dann wisst ihr jetzt schon. So, dann ist es hier rum. So. Jawohl. Jawohl. Hals. Man muss so ein bisschen nerdmäßig denken. Ich bin kein Nerd. Nase. Du bist, glaube ich, mehr Nerd, als du denkst. Aber das meine ich jetzt positiv natürlich, ne? Also ich mag Nerds. Ich auch. Ja, sie kennt es halt, glaube ich, nicht. Doch, könnte sie eigentlich kennen. Also auch wenn sie es nie gespielt hat. Ich weiß, könnte sie es kennen. Sonic, oh na klar, das hab ich doch. Das bin ich doch. Siehst du? Ach nein. Ich sag doch, du bist mehr Nerd, als du denkst. Jetzt ist mir ein Strichmännchen mehr an so. Ja, gut. Dann wäre es schneller gewesen. Ach nee, wenn einer das errät, dann geht ja die Zeit schnell vorbei. Ja, genau. Gott, ich bin so schlecht im Zeichnen. Hm. Jawohl. Nein. Was ist denn los? Versteht das ja nicht. Wieso errate ich denn jetzt so viel? Hä? Also das sollten die zwei Pistolen sein, ja? Ja. Ja. So, und wenn man zwei Pistolen sich zwei Leute gegenüberstehen, wie nennt man das? Ach so. High Noon. Genau. Ach ja, okay. Judith ist dran. So, dann hauen wir raus. Oh je. Spitzmaus. Hey. das ist. Das sieht aus wie ein Auge. Boah, wie heißt denn das? Ja, wie heißt das? Pupille? Nein. Nee, Quatsch. Ich immer mit meinem E, Alter. Ach so. Nee. Ach man, wie heißt denn das? Ich hab's geschrieben, nur falsch. Hab's. Ich hab immer mit meinem scheiß E. Ich weiß nicht warum. Ja, ein Augenglied ist auch schön. Ohne E. Ich mach den Fehler auch. Ich weiß nicht warum. Genau. Ja. Sehr gut. Ich schreibe auch immer mit E. Ich weiß nicht warum. Nehmen wir das hier. Das dürfte eigentlich recht leicht sein. Deswegen kann ich mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, lass dir Zeit. Ja, ne? Ist auch. Und habt ihr schon, ja? Ja, weiß. Ihr seid noch nicht darauf gekommen, was ist denn da los? Ja, ja. Dann machen wir mal hier ein bisschen dunkler. Oh, sollte eigentlich hier direkt dran sein. Und vorne so ein bisschen kleiner. Ups. Genau. Wie? So, hier können wir vielleicht so ein paar... So, dann können wir hier noch so ein bisschen... Was?
Ja, mehr muss ich eigentlich gar nicht malen, ne? Ja, genau. Super. Na gut, Marco ist auch schwierig. Weil sowas so, okay. Benutzen wir nicht. Ich ja auch nicht. Hätte sie aber ja. Ich auch nicht. Sehr gut. Alles nicht Raucher. Alles nicht Raucher. Nein, okay. So. Egal. Nee. Mann. Frau. Und dann hier. Verstehe. Ja. Ah, okay. Das kreise ich mir gleich ein. Ah. Nee, Da ist noch was. Aha. Könnte man auch noch lesen. Wie nennt man das? Das ist ja... Nee, das wäre das nicht. Ganz viele. Ja. Soll ich jetzt sagen oder nicht? Ja, ja, warte mal. Ups. Ah, ja, okay. Okay. Einzahl. Ja. Gut. Das wird lustig. Ich habe jetzt nicht geguckt, was du geschrieben hast, Mann. Sorry. Alles gut. Wir sind ja irgendwie gesagt, drauf gekommen. Einzahl. Ja. Ja. Das ist eine. Hätte sein können, dass er drauf kommt. Ein Sandwich, ja. Genau. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ja. Ach, hier der Krokodok. Nee. Ach. Ah. Jo. Mann, ich hab mal als erstes erraten. Was denn da drauf? Was drauf, sag ich schon, was denn da los? Was macht ihr denn die ganze Zeit? So. Es geht um die Tätigkeit. Was der Finger da macht. Ach ja, dankeschön. Also ich schreibe. Tippen. Judith. Oh. Jetzt ist wieder Judith dran. Gott. Judith. Okay. So. Ich weiß gar nicht, wie ich das... So, jetzt muss man gucken. Jetzt muss man gucken, was die Judith malt. Oh Gott, das ist... Klingt komisch, ist aber so. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Sehr schön. Judith, die malt ein Bild. Und wir müssen das erraten. So. Nee, das ist sehr lustig. Wenn man das jetzt so macht... Ja, das ist, ja, genau. Ja, na dann schreib mal. Ja. Nein, das tut ich nicht so. Seft. Also oben ist Gold, darunter ist Blei geschmolzen. Willkommen bei Minecraft. Ah, na klar.
Ach so. Nice. Alles klar, ja. Okay, da muss man so ein bisschen... Nein. Ja, fast, fast. Ich weiß nicht, wie man das meinen soll. Ohne N. Ja, nein. Ihr wisst schon. Das erste N wegnehmen. Also die erste Schreibweise war richtig, nur das erste N weg. Oh. Okay. Ach ja, stimmt ja. Ja, genau. Na, sag ne, ja. Oh Gott. Oh gut. Versuch ich mal. Ich versuch's mal. Es ist jetzt natürlich viel zu hell eigentlich. Hä, was ist denn das? Ja, siehst du das nicht? Weißer Adler auf weißem Grund. Genau. So, füllen wir noch aus. Dann, oh Gott, hoffentlich male ich das Ding überhaupt richtig. Habe ich jetzt richtig gelesen? Ja, eigentlich schon. Ach so, ja. Wie heißt denn dieses? Ich weiß gar nicht mehr, wie es aussah, richtig. Weiß nur noch so ungefähr. Also ist eigentlich heller gewesen. Ist so ein Schweinchenrosa. Glaube ich. Doch, müsste. Und dann, Schweinchenrosa? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war so ein, also ein helleres auf jeden Fall. Nee. Das, dann, was ich geschrieben habe, nicht. Nee? Also es spricht nicht oder schreit nicht, sondern es zieht ein. Dann hat es hier saugt. So, genau, es saugt. Dann hat es hier so kleine Füßchen gehabt, glaube ich, oder? Hatte ach, es ja. Füßchen? Nee, ich weiß, ja, weiß, wie weiß ich gar der? Nicht. Hä? Auch, also auch wieder Nerdwissen. Na toll. Drängler. Judith, du bist mehr Nerd, als du denkst. Ich bin kein Nerd. Nicht? Na, dann können wir ja gar nicht mehr mit dir spielen. Ist ja doof. Oh Mann. Doch, ich bin Nerd. Ja, okay. Immer richtig. Ja. Ich weiß gar nicht, sah es so aus? Was soll das sein? Es ist aus vielen Spielen bekannt gewesen. Als Tamagotchi. Nein, älter, nein. Viel älter. Also was heißt viel älter, noch aber älter. Mann. Kam so neben den ganzen Mario-Spielen und sowas immer raus. Ja. Damit konntest du ein bisschen hüpfen, ein bisschen hochfliegen und alles einsaugen, so Feinde ja, einsaugen. Ich weiß doch was. Pac-Man. Nee. Ich hab mich verschrieben. Kirby. Kenn ich nicht. Du kennst Kirby nicht? Nein. Was ist denn da los? Dann mag ich das nächste Mal doch das Feuerzeug. Da eigentlich passend gewesen. Genau, ja. Ach, ich mal. Wenn ich das jetzt gemalt habe, ist es gleich erraten. Aber ich lasse mir ein bisschen Zeit. Mach das. Ich wollte es auch schon sein. Warte mal. Hier erstmal so. Ich habe jetzt erstmal Langeweile. Mhm. Ja. Oh, nee, das sollte ich nicht. So. Bla 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 bla. Eigentlich könnte ich mir Zeit lassen, aber das ist ja so doof. Das ist kein Haufen. Das sind Paletta. Déjà-vu. Nee, das ist auch noch nicht, das ist noch gar nicht. So, jetzt kommt das eigene. Jetzt kommt das wahre. Ah, ich weiß es. Das ist nur so ein Stiel. Und manche bezeichnen es auch als anderes, aber ist egal. Mhm. Oh, jetzt habe ich eine falsche Farbe genommen. Ach, ich mach mal das hier. So, so. Es ist zwar ein bisschen kürzer, aber warte mal, mache ich so. Ist kürzer. Mhm. Und das macht dann. Wird die so geschrieben? Nee. Den Haufen hier hin. Mit R. Aha. Nein. Alles klar. Anderes Wort, Judith. Okay. So ähnlich, also es klingt so ähnlich wie das, was du bei Mathe machst. Nur ohne N. Ja. Okay. Ja.
Bin aber auch nur drauf gekommen, weil das R dann da schon stand. Mhm. So. Das R. Das R? Mhm. Was ist denn los mit euch? Alle drei. Alle drei zusammen. Das sieht nicht so gesund aus. Nee. Jetzt kommt das ganz Markante. Mhm. Ah. VR. Also Marco war eigentlich gar nicht mal so weit weg. So ein bisschen Geschichte nochmal erinnern. Du bist lustig. Ich glaube griechisch, ne? Dürfte griechisch sein, ja. Griechisch? Ach, eine ja. Frau mit Schlangen? Das weiß ich jetzt nicht. Komme ich jetzt nicht drauf. Mich auch nicht. Nicht? Ich weiß, was du meinst. Ach ja, Medusa. Okay. Medusa. Nee, das wusste ich jetzt nicht. Ja. Echt nicht, ne? Was dachtest du denn? Nee. Na, eigentlich diese Schlangenfrau, aber... Ja, das war ja Medusa. Ja, aber dass es Medusa heißt, habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Okay. Oder wusste es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, war die griechisch? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise meine eine nicht mehr ganz so heimliche Zuschauerin, kannst du mal in den Kommentaren schreiben? Schreib hin. Ja, schreib! Nein. Oh, cool. Schön. Naja. Juhu. Ja, okay. Judith! Hä? Du bist gut. Hast du gut gemacht. Jawohl. Ja. Geh mal Kreide holen. Ja, war ich immer bei Mathe. Die Kreide sind alle. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Also es ist etwas ganz Winziges. Winziges. So. In diesem Punkt ist es wahrscheinlich gefühlte 64 Trilliarden Mal drin. Also jetzt in der tatsächlichen Größe hier. Ja. Okay. Genau. Gibt es auch als... Prozessor im PC? Judith, denk mal noch viel, 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 viel kleiner. Noch viel kleiner. Also wie gesagt, also hier in diesen Punkt hier passt es wahrscheinlich 35 Trilliarden Mal rein. So gefühlt. Wenn da noch ein Buchstabe gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt... Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nicht? Nee, ich brauchte noch einen Buchstabe. Denn, naja, okay. Ja, das waren ja nur vier. Zwei. Yay. Und ja, schön. Also ich habe gewonnen, wisst ihr, aber Jule kann zwei. Yay, sein. Feier. Schön. Ja, du? Vielen Dank fürs Zuschauen. Anne? Was? Moment, wo was? Soll denn PC sein? Der Intel Atom Prozessor, also der, okay. Der läuft ja auf Kernen, also Atomen. Das wusste ich jetzt nicht. Da, nee, okay. Nee, ich auch nicht. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jo, no, tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüssi, Kussi. Ja. Küsschen aufs Nüsschen. Judith schüttelt jetzt nur noch mit dem Kopf, ich seh's. So ungefähr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.